Hi, willkommen zu einer neuen Folge Blasphemous 2 hier im Palast der Stickereien. Oh, den kann ich sehr gut gebrauchen. Letzte Folge hat ein bisschen Aua gemacht. Ja, ich suche noch den Raum, wo es zum Boss geht. Also, ganz am Anfang des Gebiets hat man schon ein bisschen geteasert. Ja, er ist nah, aber irgendwie kommt man nicht hin. Ich habe so einen komischen Kokon gefunden, den man von beiden Seiten irgendwie runterschlagen muss. Auf der anderen Seite war ich bloß noch nicht. Ich nehme mal an, das hat stark damit was zu tun mit dem Boss. Und alles hier kaputt hauen. Also, hier sind schon ein paar Fallen unterwegs. Ich muss auch ein bisschen auf die Wächter achten. Hier gibt es ja auch runterfallende Kronleuchter. Okay. And you may die, perhaps even rot away before my very eyes, but that will not help you. I can wait as long as it takes. Long after those insatiable worms have finished their repulsive feasting. In the end, I will discover that secret thou hast been concealing from me since the first dusty cobweb appeared under the eaves of this home, and since the first wrinkle marred thine already pale and bony forehead. But for now, behave yourself. Can you not see we have a guest at our table? Sit down, sit down. Welcome to this humble table. My name is Gastula, for that was what my parents so desired. It is a great rarity these days for footsteps to echo through these lonely halls. And believe me, yours have not gone unnoticed. What dost thou seek here? Dost thou crave the same fate that befell so many unfortunates who ended up possessed by the very gold they sought to make their own? Yes, this manor is awash with mysteries, secrets, and curses. If only I could find the hiding place of my brother Trifon's manuscript, perchance I might have at least one less mystery to solve. How deluded you are. Did you think you could keep it from me any longer? Do not listen to this brother of mine, dear visitor. Do not believe his untruths. Wenn das dein Bruder hier sein sollte, dann glaube ich nicht, dass er noch viel zu erzählen hat. Schriftrolle des Edison kann ich ihr geben, okay? What does this mean? It's blank. I can't hear you. Where have you gone, Trifon? Don't leave me. Stay. Even with intrigues. Even with secrets. Symbol eines alten Mannes, der sich die Zuneigung zu seiner Schwester nie eingestehen konnte. I no longer hear your voice. I do not believe you have gone. Is this another of your deceptions? Okay, sie möchte das anscheinend nicht wahrhaben, dass ihr Bruder tot ist. Fährt das Ding wieder hoch? Da oben ist was auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass er... Moment. Ja, das ist so ein Sarkophag. Jetzt sieht man's. Ja. Komm mal wieder runter. Das muss man vielleicht in richtigen Timing abpassen. Wenn er anfängt hochzufahren.
Ich glaube, ich muss das genau passend machen. Ja. Komm mal wieder runter. So, ich probier's mal. Ja, das geht sich aus. Und man kriegt eine neue Statue. So, jetzt will ich dich aber trotzdem runter haben. Weil ich da links noch rein möchte. Okay, eine Glocke. Ja, ich habe einen Schalter betätigt. Was macht der? Der macht das Tor auf. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Bisschen warten, dass die Plattformen hier auch erschienen sind. Jetzt mache ich mal Feuer kaputt. Werden safe wieder 10.000 Gegner auftauchen. Ja, spawnen genau in mir drin. Das ist natürlich super fair. Was soll ich machen? Ich bin nicht mal am Aufstehen und werde nochmal gehittet. Wie weit ist das weg? Natürlich ein ordentliches Stück. Wieso lebt... was? Wieso lebt er jetzt auf einmal? The dark sockets of your skull no longer return my gaze. What memories, what old dreams have taken you from us. The dark sockets of your skull... Okay, er wiederholt sich. Okay, vom Weg her ist es nicht so weit. Es könnte ein bisschen langsam sein. Es geht aber noch. Ja, man hat hier auch diese Spiegel um sich zu retten, ne? Aber ich wurde ständig gehittet, bevor ich aufstehen konnte. So, diesmal weiß ich, dass ihr da auftaucht. Das war auch beim ersten Mal ziemlich fies. Das ist richtig mies, wie ich finde. Du bist gerade in der Aufstehanimation und er haut sofort wieder zu. So. Natürlich war es das noch nicht. Das ist... Ey. Come on, guys. Ich stelle mich schlecht an, ja, aber... Dass man dann nicht durch ihn durch... Ja, dafür sind dann die Teleporter... Ist der Teleporter-Müll dann da.
Das war in keiner Welt ein Treffer. Das ja, aber das davor nicht. Das akzeptiere ich nicht. Dabei wollt ihr mich verarschen? Wieso wurde die diesmal nicht gestunt? Langsam geht mir dieser Ort hier auf die Nerven. Der Opa kann seine Suppe oder was immer er da zu sich nimmt, allein genießen. Hoppala. So, ihr Drecksäcke. Das ist unfassbar. Komm her. Das wollte ich gar nicht drücken. Ich bin so schlecht. Ich bin so unfassbar schlecht. Das ist nicht in Worte zu fassen. Wie kann man sich so dumm anstellen? Ich bin über meine eigene Unfähigkeit grenzenlos entsetzt. Oh. Das kann doch nicht sein, dass ich an diesem Raum hier zu lange hänge. Wieso wird meine Inbrunst nicht komplett aufgefüllt, obwohl ich das Schuldfragment habe? Ich habe jedes Mal das Schuldfragment wieder aufgesammelt. Was soll das? So, diesmal gehe ich weg von euch. Nimm dein scheiß Cape runter. Das kann nicht wahr sein. Ich hab vergessen, dass der blaue Typ auftaucht. Ich bin so unfassbar schlecht. Das kann nicht wahr sein. Mich so ein kleiner Scheißer! Okay, langsam verliere ich meine Gelassenheit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und dabei ist das
eigentlich keine schwierige Stelle. Ich vergesse nur immer wieder, wo die neuen Mobs aufploppen. Und deswegen kriege ich auf die Nase. So, diesmal vergesse ich den blauen Typen nicht. So, geht doch. Gott sei Dank. Der Preis ist allerdings gut. Ein verzierter Krug. Was für eine Geburt. Als ob ich mich jetzt zweimal von dir treffen lasse. Das waren jetzt genug Fails für die Folge, ne? Also, für Lacher habe ich genug gesorgt. Das reicht. Oh, ein Bitbolt, sehr gut. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier rechts geht's dann zum Coton. Ich geh mal erst nach links hin. Fingerhut der Meisterstickerin. Rosenkranzperle. Erhöht die verdienten... Nee, das... Verringert den durch Fallen und Stürze erlittenen Schaden gering... Was? Ach so, wenn man in Spike springt und in Abgründe, dann kriegt man weniger Schaden. Weil es gibt keinen Fallschaden so in den Aspekt. Dann bin ich wieder hier. Was war das nochmal für ein Fragezeichen? Komm schon! Hier rechts war das Fragezeichen. Es war irgendwas mit Spiegeln, ja. Okay. Das habe ich schon ausgelöst und ich hab's nicht wieder weggenommen. So. Fällt doch. Das war so klar, dass der runterfällt. Der fällt auch runter. Oh Mann! Ich bin immer wieder auf der Taste, wenn ich ihren Exekutionskill kriege. Oh Mann. Schon wieder so eine miese Falle. Hauptsache, die Gegner spawnen nicht in mir drin.
So, oh, noch ein. Das ist wieder ziemlich unfair, was da passiert ist. Weil der Typ da die ganze Zeit angerutscht kommt. So, komm her. Unfassbar. Es ist eine Folge zum Vergessen. Ich bin einfach schlecht heute. Das muss man einfach so sagen. Ich bin unendlich schlecht heute. Ich nutze die Spiegel auch gar nicht, ne? Ah, du bist in der Sackgasse, du bist so in Panik, dass du das überhaupt nicht realisierst. Verpiss dich! Meine Herren! Ich habe den Spiegel geschlagen! Mein Gott! So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich drücke die falsche Taste. Oh, meine Unfähigkeit regt mich so auf. Es liegt nicht mal an Spiel, ne? Es ist nicht so schwer. Ich bin einfach nur grenzenlos dumm. Das muss man einfach festhalten. Ich bin einfach strohdoof heute. Und deswegen kriegt mich auch so ein Vierlefanz die ganze Zeit. Der eigentlich nicht schwer sein sollte. So, lass mich das in Ruhe nehmen. Aber diesmal nicht. Und du bist auch einfach, wenn ich mich vernünftig konzentriere. Mann, 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 was für eine schwere Geburt wieder. Ah, hier ist der Kokon. Und der fällt nach unten. Ja, genau. Ja, natürlich.
Ah, hier unten ist jetzt eine Schlucht erschienen. Okay. Da wird da unten der Boss lauern. Den machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich will jetzt noch gerade zurück ins Dorf. Einmal gucken, ob wir irgendwas dafür bekommen, dass ich diesen vierten Kirchenschwester oder was das sein soll, gefunden habe. Und was mir viel wichtiger ist, meine Imbrunst reparieren. Warum die jetzt permanent weg ist, weil ich ein paar Mal hintereinander gestorben bin, obwohl ich immer meine Dings eingesammelt habe, das weiß ich nicht. Ach, da ist die vierte. Ich wollte gerade sagen, das müssen vier sein. Ah, ich kann upgraden, okay. Dann wahrscheinlich bei 6 oder 7 und dann bei 9 noch einmal. Ihr langt eure Immun zurück, nachdem ihr an eurem Betpult rastet. Ah, okay. Ganz nett eigentlich. Aber nicht so wirklich notwendig. So, hier gehen wir auch mal hin, weil wir haben hier was gefunden. Ach, der ist auch für sie da? Wofür? With this crystal, I mark and imbue thy flasks with silver and bile. Verstärkt sie die geilen Flaschen? Ja, die heilen jetzt mehr. Sehr gut. Aber ich habe noch was anderes. Only the miracle shall know how many crystals have been bathed in its grace. Ich habe noch was anderes für dich. Now I shall enhance the vital light within thee. I shall wait for thee. To bring me more chalices. Only the miracle. Ja, die anderen habe ich nicht. Bring me more. Nee. Bring me chalice. Ah ja, das ist wieder purer Zufall gewesen. Ich wusste nicht, dass die Kristallsplitter dafür da sind. Das ist auch in der Quest-Item-Beschreibung nicht daraus hervorgegangen, will ich mal anmerken. So, es ist die Frage, wie viel will der Typ haben, dass... Warum sind diese ganzen Dinger hier, die waren vorher nicht da? Weil ich ein paar Mal gestorben bin oder was und die Schuld getilgt werden muss. Welcome back, ja. Wie viel? So, zwei... Ja, okay. Now go in peace. Ja, okay. Wir sind am Ende, Leute. Ich habe mich heute sehr dumm angestellt. Ich hoffe, in der nächsten Folge, wenn der Boss kommt, läuft das besser. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.